Guten Tag, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Mir ist eine kleine Scheiße passiert. Oh Leute, ey, das ist so kacke gerade. Es ist einfach nur frustrierend. Ich habe aufgenommen, alles war gut. Zwei Parts habe ich aufgenommen. Dann habe ich gemerkt, ey, der Ton vom Spiel wird nicht aufgenommen. Meine Stimme ist da, aber der Ton vom Spiel halt nicht. Leute, ihr wisst nicht, wie frustrierend das ist. Man kann es sich vielleicht vorstellen. Ich habe mir überlegt, ja, wie kann ich das machen? Kann ich vielleicht hinterher noch Musik einfügen? Aber dann habe ich mir gedacht, gut, die Sounds fehlen. Wäre halt nicht dasselbe. Es ist einfach nur richtiger Scheiß. Ja, tut mir echt leid. Aber so ist das nun mal. Kleiner Trost ist, ich bin bis zur Hälfte von Welt 2 gekommen. Und ich kannte die ganzen Level schon. Ich wusste, was man da machen muss. Ich wusste, wo die ganzen Starcoins sind. Und ich hoffe, ich kann das alles so gut, wie es geht, dann nochmal erzählen, was in Parts passiert ist. Aber ich dachte mir einfach so, yo, zock die Scheiße einfach nochmal neu. Und fertig. So. Wir lassen das Maxi-Pilzhaus stehen. Ich hab's. Original habe ich das mitgenommen, weil ich mir so dachte, ja, vielleicht braucht man das ja, den Maxi-Pilz irgendwann. Aber mittlerweile denke ich, nö. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich meine, es ist ein cooles Feature hier von New Super Mario Bros. Aber wirklich brauchen tut man den, glaube ich, nicht. Gut, wie auch immer. Wollen halt nicht die ganze Zeit rumheulen, sondern auch ein bisschen zocken. Also zocken wir einfach los. Ich versuche das Ganze so schnell wie es geht rumzubringen. Ist jetzt auch ein bisschen blöd für euch. Aber ich meine, seht's positiv. Die ganzen späteren Level sind alle viel interessanter als die hier noch am Anfang. Also, let's go. So, den können wir da reinschmeißen. Was ich jetzt auch nicht mehr wusste, im originalen Durchspielen hier, ist, dass hier ein Up ist. Den kann man sich noch mitnehmen. Den habe ich vorher da runterfallen lassen, weil ich mir so dachte, yo, komm, scheiß drauf. Ich stand nämlich hier rum, hab gewartet, dass der Panzer kam, hab dann gesehen, yo, da kommt noch ein Up. Hab dann aber gedacht, ja, komm, da jetzt irgendwie nochmal für rumzuspringen oder vielleicht sogar sein Leben da zu riskieren für ein Up, ist dumm. Da will ich lieber keinen Fail riskieren und dann halt das Up nicht mitnehmen. So, aber die Münze nehmen wir noch mit. Dann haben wir hier alles abgegrast, so gut es ging. Und genau. Hier habe ich mich übrigens auch treffen lassen. Also das hätte ich sowieso nochmal gemacht. Da warte ich jetzt tatsächlich, bis der Goomba durchgelaufen ist, damit ich nicht in den Rhein renne. Wäre wahrscheinlich auch passiert. So. Und hier, gerade beim Durchspielen, habe ich den Münzblock betätigt, wodurch ich dann da die Starcoin gesehen habe. Hier dachte ich mir jetzt allerdings so, hier ist schon das Ziel. Gehe ich da nochmal zurück. Wow, toll. Hier unten noch irgendwas? Nein. Na gut. Oh, und sogar eine Schnapszahl schon wieder. Ich weiß nicht, wie viele wir im ersten Part hatten. Aber im zweiten und dritten Part hatte ich auch ein paar. Das wundert mich echt, wie viele Schnapszahlen ich hier bekomme. Und dass wir da ein Pilzhaus stehen haben, ist wunderbar. Das hatte ich nämlich auch in der Original... Mann, ey, ich kann nicht mal reden.
weil ich schon so aufgeregt bin, einfach weil es mich echt hart triggert. In der originalen Aufnahme hatte ich da tatsächlich auch einen Pilzhaus stehen. Also wunderbar, dass wir hier da jetzt auch nochmal ein Pilzhaus hinbekommen. So. Let's go. Ach so, stimmt. Ich glaube, hier der zweite Teil der Welt ist tatsächlich ein bisschen kürzer. Heißt, ich muss mir eher Zeit lassen, als mich zu beeilen. Ja, jetzt muss ich schon wieder durch diesen Level hier. Oh nee. Den mache ich tatsächlich nicht, weil es ist halt ein Scrolling-Level. Und dann auch noch so arschlangsam einfach. Hier passiert leider auch nicht viel. Wir kommen halt die ganze Zeit diese Haie. Aber das war's dann auch schon. Ah, schade. Ja, beim ersten Mal durchspielen habe ich tatsächlich da alle Coins bekommen. Und hier, nochmal zu schauen. Ja, da wären tatsächlich Münzblöcke gewesen. Da bin ich nämlich auch direkt hoch und habe mir dann die Starcoin geholt. Dachte mir so, hä? Warum kriegt man die da einfach in den Arsch gesteckt? Und dann dachte ich mir so, vielleicht sind da ja noch Münzblöcke. Weil als ich dann nochmal hochschwimmen wollte, da waren halt dann diese Blöcke da. Und dachte ich mir so, die sind da wahrscheinlich alle verteilt. Und ja, genau so ist es auch. Aber hier jetzt auch wieder mitgedacht und direkt hochgeschwommen. So. Hier kriegen wir die Red Coins ziemlich easy. Und kommen wunderbar durch. Ja, ich weiß, ich kenne den Level zwar, aber ich weiß natürlich nicht, wo die Haie kommen. Ne? Ich merke mir das auch nicht. Ich meine, wie auch? Kann man nicht. Wir kommen tausendmal Haie. Das kann man sich eigentlich gar nicht merken. Aber hier. Die Starcoin erinnere ich mich. Und ich finde es auch cool, dass man hier so ein bisschen dafür entschädigt wird, wenn man klein ist in einem Level. Finde ich da an der Stelle irgendwie cool. Obwohl ich natürlich finde... Steuerung hat gerade ziemlich rumgespackt. Obwohl ich natürlich finde, man sollte fürs Kleinsein nie wirklich belohnt werden. Schon wieder eine Schnapszahl. Was? Was ist denn los? Oh Mann, ey. Was passiert jetzt? Nix, weil da schon ein Haus steht. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, ich nehme mir mal hier den Riesenpilz mit. Und, Ich nehme den erstmal mit. Ne? Ich finde es auch witzig, dass da unten die Starcoin-Anzeige ist. Warum? Warum ist da eine Starcoin-Anzeige im Tauthaus? Naja. Ich verrate noch nicht, wofür ich den benutze. Aber manche werden es sich schon denken können. Wie auch immer, ich will ja nicht groß rumquatschen, sonst verrate ich es noch irgendwie durch Tipps geben oder so. Ich will natürlich, dass es auch eine kleine Überraschung wird. Aber so viel kann ich verraten, es dauert noch ein bisschen. So, die ersten Starcoin, wunderbar. Nee, zweite Starcoin, hä? Wo war denn die erste? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, okay. Boah, ist so geil, wieder dieses Spiel zu spielen. Einfach nur nice. Klar, es hat nicht so eine gute Grafik wie jetzt die Konsolentitel.
Aber es ist einfach. Es ist einfach so ein Stück weit auch Kindheit, ne? Also so ein Nostalgiegefühl, das Spiel wieder zu spielen. Wie gesagt, es war mein zweites Game. Mein zweites Mario-Game als Kiddy. Kacke. Egal. Und ja, damit hängen natürlich auch viele Erinnerungen mit dran. Also schön, das Dingen hier mal wieder zocken zu können. Oh, krass, sogar drei Pilze bekommen. Beim ersten Mal habe ich da gestampft und habe da safe alle Pilze mitgenommen. Aber hier dachte ich mir jetzt so, komm, probier's es mal. Ah, ja, da habe ich jetzt einen Sprung verkackt. Probier's es mal von unten. Und so macht's auch deutlich mehr Spaß. Alles klar, der Weg ist offen. Hier der Weg auch. Ja, speichern wir einfach nochmal. Und nehmen hier dann das Abhaus mit. Alles klar. Hatte bisher nicht wirklich Glück bei den Dingern hier. Oh. Nein! Aber immerhin 5 Ups. Das ist das Höchste, was ich bisher hatte. Nice. Hätte ich die beiden anderen noch betätigt, hätte ich sogar maximale Ausbeute rausholen können. Zumindest in dem Fall, wo ich erst noch den anderen Pilz betätige und nicht schon die Doppelkarte. Ne? Okay. Gehen wir rein. Ins Schloss. Nur so zur Info. Ich habe überall in den Leveln die Starcoins auf Anhieb gefunden. Bei manchen bin ich erst dran vorbeigelaufen, aber im Endeffekt habe ich sie alle bekommen. Nicht, dass ihr euch jetzt so denkt, ja, ist dann vielleicht ein bisschen lame, weil ja, du weißt dann halt schon, wo die Starcoins sind. Wusste ich auch vorher. Ne? War halt nur. Das war so halb blind. Ist generell das ganze Projekt. Ich meine, wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt. Ich habe es auch als Kiddy öfters gespielt. Habe ich ja alles schon erzählt. Also, eigentlich ist das gar kein Problem, dass wir hier die Level einfach nochmal neu zocken. Und, noch interessant zu erwähnen, ich bin auch nicht gestorben. Das wäre natürlich jetzt ziemlich ärgerlich, wenn ich jetzt abkratze. In irgendeinem Level. Weil First Try. Was? Es war halt alles First Try, ne? In den ersten Aufnahmen. Hier bin ich auch erst dran vorbeigelaufen. Aber dann bin ich nochmal zurückgegangen, als hier dann das Tor gekommen ist. Hier. Hier kommt gleich direkt das Tor. Oh, da ist es schon. Und da bin ich dann mit dem Kopf an die Röhre dran gestoßen. Und hab die auch direkt gefunden. Ja, es war alles First Try. Also wäre es, wie gesagt, jetzt ziemlich ärgerlich, wenn ich hier jetzt verrecke. Und hier kommt er. Der Riesenpilz. Geil. Man stößt tatsächlich von Bowser ab, wenn man auf ihn, wenn man gegen ihn gegenläuft. Ich weiß nicht, ob er dann quasi ein Leben verliert. Ich weiß es echt nicht. Aber wenn man auf ihn drauf springt, wird er anscheinend instant gekillt. Okay, ich wollte nochmal schauen, haben wir hier alle Starcoins? Und ja, da oben steht's. Komplett gesammelt alles. Wunderbar.
Ja, gut. Dann geht's im nächsten Part mit Welt 2 weiter. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drauf, obwohl ich halt hier so ein bisschen gefailt habe mit der Aufnahme, dass ich jetzt hier die ganzen Level gerade schon gespielt habe und die jetzt echt gut wieder kenne. Ja, kann man nichts machen. Es war auf jeden Fall, denke ich, die beste Entscheidung, hier das einfach nochmal neu zu zocken, anstatt dann irgendwie zu versuchen, da das Ganze mit Musik nochmal neu zu vertonen und die Sounds nochmal da irgendwie reinzupacken. Das hätte zu lange gedauert, wenn ich Musik und Sounds gemacht hätte, oder es hätte in beiden Fällen einfach demotiviert. Weißt du, so zocke ich das jetzt einfach nochmal neu und habe da nicht so viel Stress mit dem ganzen Editen. So, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.